Hallo und herzlich willkommen zum Zeitalter der Wunder, einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ich bin der Strategie-Nerd und ich freue mich, mit euch das vierte Zeitalter der Wunder spielen zu können. Das vierte Zeitalter der Wunder bringt die Rückkehr der Zauberkönige, aber noch viel wichtiger, es reißt die Welten zwischen den Barrieren auf. Das ist natürlich nicht ganz richtig, das hat das dritte Zeitalter gemacht und im vierten Zeitalter sind diese Risse allgegenwärtig und wir werden versuchen, dort reinzukommen und verschiedenste Reiche zu erobern. Und genau darum geht es auch. Wir werden mit einer Eiskönigin spielen, die werden wir erstellen jetzt. Und diese Eiskönigin kann verschiedene Reiche, das gucken wir uns gleich an, erkunden. Und hier oben in meinem Pantheon habt ihr dann die Möglichkeit, hinterher natürlich auch mit den gewonnenen XP sie zu skillen und ihr ein paar neue Eigenschaften zu geben. Ja, da will ich jetzt nicht reingehen, das werden wir alles im Laufe der verschiedenen Let's Plays, die wir auf diesem Kanal spielen werden, mit diesem Spiel dann dort sehen. Also, wir gehen auf ein neues Spiel. Choose your destination. Ja, und hier ist ganz wichtig am Anfang zu verstehen, was diese Reiche meinen. Also grundsätzlich ist im dritten Zeitalter die Barriere zwischen den Welten aufgerissen und wir können nun in verschiedene Reiche gehen. Das symbolisiert dieses Tor. Wir können durch dieses Tor schreiten, was so ein bisschen natürlich aussieht wie ein Stargate, und dann dort in die verschiedenen Gebiete eindringen und dann diese erobern. Das seht ihr links an der Seite. Dort seht ihr eben genau diese Gebiete und die könnt ihr erobern. Am Anfang würde ich euch die hier wärmstens empfehlen. Wir starten jetzt gleich ein eigenes benutzerdefiniertes Reich und gucken mal, was wir da so machen können. Aber die sind am Anfang ganz gut. Ansonsten könnt ihr auch hier unten hingehen. Ich möchte aus auch einem zweiten besonderen Grund diese nicht zeigen, denn ich denke, oder ich weiß, dass diese Karten einige Storys haben und ich möchte euch diese Storys nicht spoilern. Das wird natürlich bei den selbst erstellten nicht so in diesem Umfang passieren, aber ich finde es besser, wenn ihr die Storys dann in dem Fall selbst erlebt. Okay, wir gründen ein Reich und gucken mal, dass wir bei den Spielern auf 5 gehen. Auch hier, Obacht, das ist im Prinzip auch gleichzeitig die Größe der Karte. Und die Spieler an sich können wir dann hinterher manipulieren. So, Schwierigkeitsgrad bleibt so. Klassische Runden und Spielerdistanz ist Standard. Obwohl, Schwierigkeitsgrad können wir auch auf schwer spielen. Ich bin ein erfahrener Strategieveteran. Ich denke, das passt schon. Okay, dann gehen wir auf Reich anpassen. Und hier können wir jetzt verschiedene Sachen definieren, unter anderem, wie unsere Sachen aussehen sollen. Ich persönlich bin ja ein Freund von ein bisschen Wasser dazwischen. Das kann ich mir bei unserer Eiskönigin auch sehr gut vorstellen. Deswegen finde ich die Karte Kontinente eigentlich so ganz gut. Ich möchte aber bei den Eigenschaften des Gebietes ein bisschen spielen. Ich möchte nämlich ein gefrorenes Reich machen. Also ich sag mal, die Eiskönigin in der Wüste ist irgendwie keine Eiskönigin. Das wäre eine geschmolzene Königin. Wieso kommt mir der Name Olaf da in den Sinn? Egal. Auf jeden Fall ist es ein gefrorenes Reich. So wollen wir das dann auch spielen. So, dann gibt es Bewohnereigenschaften, die ihr definieren könnt. Und wir können mal reingucken, was es gibt. Dämonisches, friedlich. Das macht jetzt irgendwie keinen großen Sinn. Also, ja, würde natürlich schon Sinn machen, aber in dem Fall bei uns nicht. Megafauna, Wildnis, das lassen wir alles bleiben. Da will ich nicht zu tief reingehen. Und das lassen wir. Dann auch hier gäbe es so Präsenzeigenschaften. Wir können so einen Königsanwärter machen. Die eins darüber herrschten, aber das wollen wir auch nicht machen, das lassen wir in dem Fall auch weg. So, dann gibt es hier unten Spezialeigenschaften, da möchte ich auch eine auswählen. Es gibt hier nämlich diverse Sachen, also wenn ihr hier drauf geht, dann seht ihr, es sind immer die gleichen und ihr könnt jetzt 4 wählen, um euer Reich dort individuell zu gestalten. Ja, und darüber seht ihr jetzt schon, dass ihr unheimlich viele Modifikationsmöglichkeiten hier in diesem Fall haben werdet. Ich möchte eine Sache tatsächlich haben und jetzt muss ich mal gucken, wo das war. Die wundersame Vergangenheit. Dank einer glorreichen Vergangenheit dieses Reiches sind hier zahlreiche alte Wunden zu finden. Das kann ich mir bei einer Eiswelt auch gut vorstellen, die mal eine wunderschöne Welt war, wie wir sie im Hintergrund sehen. Und dann ist sie durch einen bösen Zauber gefroren. Tja, man weiß nicht, was passiert ist, aber die alten Wunder sind auf jeden Fall ein bisschen häufiger. So viel sei schon mal gesagt. Okay, wir gehen mal auf die erweiterten Einstellungen, gucken uns die auch nochmal an. Und das will ich eigentlich auch noch anpassen in dieses hier, dass das auch entsprechend aussieht.
So, Namen benutzerdefiniertes Reich, das ist unser... Das ist unser Eiskönigreich. Und hier oben können wir jetzt die Fraktionen einstellen. Wir können hier Nachteile definieren. Wir können die KI-Schwierigkeit anpassen. Wir könnten Teams machen und so weiter und so fort. Wir könnten hier zufällige Herrscher rausnehmen. Nee, lassen wir bleiben. Wir könnten da noch irgendwelche Leute reinpacken und so. Das brauchen wir aber alles nicht. Wir könnten das Spieltempo hier noch anpassen. Die Punkteanzahl, die Spielgeschwindigkeit, die Gefahren heruntersetzen zum Beispiel. Wir könnten Kampf gegen die KI immer fragen, wie er reagieren soll. Aber das bleibt alles so, das passt soweit. Und Eiskönigreich haben wir haben unsere Eigenschaften gesetzt und wir gehen. Oh ja, und ich freue mich. Ja, es ist so cool. Ja, stopp, zurück. Ja, die nehmen wir. Die Rechte, die kann gleich da bleiben. Nee, die nicht. Nee, die will ich nicht. Nee. Also die Rechte hätte schon da bleiben können. Wir nehmen eine neue Fraktion. Ihr könnt natürlich auch Standardfraktionen nehmen. Wir können ja mal ein, zwei uns angucken. Hier zum Beispiel die Zwerge. Man wird es vielleicht wissen, ich bin ja ein großer Zwergenfreund. Ach, die sehen auch niedlich aus, oder? Die hätten jetzt zum Beispiel das Buch des Gesteins. Das sind Zwergenwesen. Wer hätte es gedacht, wenn sie Zwerge heißen? Sie sind robust, haben Verteidigungstaktiken. Und das gibt uns einen Widerstand, robust gibt uns zwei Verteidigung. Das ist bei Zwergen, glaube ich, relativ wichtig. Gibt ein bisschen mehr Produktion, sind versierte Siedler. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Wir gucken mal, womit wir starten. Aber wir werden erstmal natürlich Lucius nehmen wir nicht. Und wir werden eine neue Fraktion. Wir sind Menschen. Es wird einen Livestream geben am morgigen Mittwochabend und da könnt ihr gerne, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt, vielleicht abonniert ihr gerne auch den Kanal, dann verpasst ihr das nicht. Bei YouTube und bei Twitch wird er stattfinden um 8 Uhr und dort können wir gerne gucken, dass wir vielleicht was anderes nehmen. Ich bin ja auch ein großer Katzenfan, Goblin, Halblinge, oh Gott, ich liebe es. Wenn wir früher Roleplays gemacht haben, dann habe ich immer grundsätzlich die Elfen genommen, weil niemand die Elfen haben wollte. Und dann hieß es immer, die Elfen gehen vor. Ja, gut, ich habe immer überlebt. Die Elfen gehen vor. Nein, wir bleiben bei den Menschen und gehen bitte auf den Körper. Das wollen wir mal verändern. Und aktuell haben wir eine rasche Erholung. Das passt, denke ich mal, zu Menschen, aber nicht zu unserer Eiskönigin. Bei der Eiskönigin wollen wir etwas anderes haben. Denn ich denke, wir können... Oh Gott, wir könnten Einhörner reiten. Ja, Einhörner. Oh, mein Sohn hatte letztens Einhorneis. Tja, fragt euch mal, warum es keine Einhörner mehr gibt. Widerstandsfähig, wo ist es? Dort. Das finde ich ganz gut. 20% Treffsicherheit bei physischen Fernkämpfen und Magierangriffen. Ich denke, wir werden natürlich als Eiskönigin magieraffin sein. Selbstverständlich. Und scharfsinnig ist unsere Königin natürlich auch. Ich glaube, und die Leute auch. Ich glaube, das ist selbstverständlich. So, der Geist sollte natürlich, und das passt, denke ich mal, sehr gut, die arktische Anpassung haben. Farmen können in Schneegeländen errichtet werden und Schnee- und Eisgelände kosten minus 2 Bewegungspunkte. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Übersetzung so richtig ist. Es ist ja ein... Also, ich verstehe es als Bonus. Und es kostet nur minus 2, wäre es sonst mehr. Und... Oder ist es dann eventuell weniger? Bewegungspunkte bestimmen? Ja, was ein Bewegungspunkt ist, weiß ich. Nichtsdestotrotz werden wir die arktische Anpassung nehmen, weil ich glaube, dass auf der Karte das besser sein wird, weil wir in der Lage sind, Städte wachsen zu lassen, trotz der arktischen Gegebenheiten. Und ich meine, das passt einfach zu unserer Eiskönigin. Das wählen wir aus. What is their origin culture? Ja, ich glaube, das steht hier völlig außer Frage. Wir sind nicht mystisch. Also man könnte sagen, wir sind mystisch, aber nee, wir sind ein ganz klassisches Reich. Affinität, erzähle ich euch später was dazu. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal merken. Hier gibt es so Affinitätspunkte, die so ein paar Sachen definieren. Hinterher sieht man das, wenn wir... Ja, das dauert aber ein paar Runden. Ich erzähle es hinterher. Macht jetzt keinen Sinn. Also müsst ihr was anderes vor Augen haben. Auf jeden Fall mal durchlesen. Naturaffinität... Und Ordnung, ich denke, das passt zu unserer Eiskönigin. Das nehmen wir so. Ja, und das ist die nächste gute Frage. Ihr könnt jetzt die Gesellschaft definieren. Wie ist unsere Gesellschaft der Eiskönige oder der Leute denn drauf?
Und ich denke, wir sind auf jeden Fall eine Sache. Wir sind Wunderarchitekten. Oh Wunder, dass wir die Wunderarchitekten nehmen mit einer Materiumsaffinität und natürlich der Möglichkeit, alte Wunder benötigen keine Bevölkerung, um sie für eine Stadt zu annektieren. Und Städte erhalten 20% Produktion pro altem Wunder, was angeschlossen wurde. Startbonus, ein altes Wunder in der Nähe ist gesäubert. Mega. Das heißt, das könnten wir schon anschließen. Das ist ein ganz, ganz, ganz mächtiger Bonus, der in Verbindung natürlich mit dem Perk, den wir die Karte eingestellt haben, dort durchaus was bringen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, dann nehmen wir noch einen Mana-Kanalisierer. Und ich hatte überlegt, hier so eine mächtige Heraufbeschwörer, aber das ist so Schattenaffinität. Ich weiß nicht, ob sie bei Schatten das Richtige ist. Imperialisten und sowas finde ich auch nicht das Richtige. Ich denke, Mana-Kanalisierer oder begabte Worker, das sind so diese beiden, wo ich mir sage, das könnten wir nehmen. Das gibt Kampf-Zauberpunkte und Weltkarten-Zauberpunkte. Und Mana-Kanalisierer bringt das Wirken vom Beschwörungszauber, kostet weniger. Und die Einheiten haben einen höheren Rang. Das finde ich einfach, das passt einfach zu unserer Eiskönigin, finde ich. Sie kann zaubern, sie kann das, sie weiß, was sie tut. Und das Beschwören eines entsprechenden Zaubers kostet dann einfach ein bisschen weniger. Das finde ich eine gute Sache. Das machen wir. Und ihr müsst zwei auswählen. Und wir gehen auf Auswählen. Choose your first tone of magic. Und das werden wir tun. So, was ist jetzt dieses Buch? Ja, Buch ist ja grundsätzlich erstmal eine Quelle des Wissens. Und genauso ist das in diesem Spiel auch abgebildet. Die Bücher symbolisieren im Prinzip so ein bisschen eure, oder nicht nur so ein bisschen, sondern so ziemlich eure Forschung. Und dort könnt ihr euch weiterentwickeln in Zukunft und ein Buch freischalten, verschiedene weitere Bücher erforschen in einem gewissen Bereich. Ja, ihr seht, es gibt auch hier wieder die Affinitäten. Wir können ja mal gucken, ihr seht, dann sind wir bei der Schattenaffinität. Das kann man durchaus sich überlegen. Und da gucken wir gleich nochmal rein. Das Buch der Abwehr, ja, Astralaffinität. Aber weiß ich nicht. Also Astralaffinität ist wäre schön. Aber das lassen wir in dem Fall mal bleiben. Denn ich möchte gerne die Kryomantie haben. Das passt, denke ich mal, zu unserer Eiskönigin. Ein Eissarg, eine weiße Hexe, ein Frostpfeil, ein Schneesturm, Frostklingen und all so eine Sachen. Das nehmen wir. Und ja, wir sind dann... Das gucken wir uns gleich an. Wir sind dann so ein bisschen schattenaffin. Aber ich denke, das passt zu unserer Eiskönigin. So ganz leicht im Schatten stehen ist ja durchaus auch mal eine gute Sache. So, gut. Jetzt können wir auswählen, wo der Ursprung deines Herrschers lebt, in einem Zaubererkönig oder in einem Champion. Alle Städte haben ein paar Einnahmen mehr oder die Einnahmen, alle Einheiten, die keine Helden sind, erhalten Erfahrung. Und zu Beginn hast du 100 Beziehungen, das finde ich wichtig. Hier hätten wir alle Städte haben mehr Einnahmen von Mana. Ich glaube aber nicht, dass wir in einer Familie der König, der Zauberkönige geboren worden sind. Meine Vorstellung ist, gerade auch natürlich mit diesem wunderbaren Tiger, den wir da haben, dass wir eher diejenigen sind, die diese Eigenschaft durch, keine Ahnung, irgendwas bekommen haben. Aber wir sind kein Zaubererkönig, sondern wir sind eher so in Richtung Champion. So stelle ich mir das vor. Ja, also das ist jetzt nicht der Zaubererkönig, wie ich ihn mir vorstelle. Da müssen wir also durchaus noch ein bisschen dran arbeiten. So, die Farben finde ich schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir hier irgendwo auch den Tiger haben. Weg den Tiger in dir. Tja, eine Katze. Das ist jetzt die Light-Version des Tigers. Ein angebissener Mond. Naja. Ein Löwe hätten wir hier. Er passt nicht ganz. Es passt nicht ganz, aber ja, na komm, das ist schon okay. Wir nehmen ihn. So, okay. Also, Schwert und Schild, Großschwert, Bogen, Geisterstab, Geisterkugeln. Tja, Herrscher beginnt mit einer Geisterkugel. Nein, ich denke, aber dann Großschwert. Ah, schwierig.
Ich denke, Schwert und Schild ist schon okay. So, Körpertyp, wir sind natürlich, Eiskönig ist natürlich eine Frau. Körperbau ist soweit schon okay. Armlänge. Ja, Handtucklänge gefällt mir. Die Beinlänge ist auch okay. Die Hautfarbe ist mir sonderlich gleich. Ich glaube, Eiskönigin kann ich mir vorstellen, eher in Richtung hell. Hautschmuck. Ich glaube, das können wir auch weglassen. Die Pose. Na, so eine. Nee, ich. Also die Pose finde ich nicht gut. Ich hatte. Die finde ich gut. Das ist, denke ich mal, die passende Pose für unsere Eiskönigin. So, dann gucken wir uns mal den Kopf an. Ja. Augenfarbe, tja. Das ist die Frage. Das passt eigentlich schon so mit der Augenfarbe, ne? Frisur sind eher so zusammengesteckte lange Haare. Ja, das sind jetzt, das passt jetzt nicht. Ja, ich denke, das ist auch okay. Haarfarbe oben wäre eher ein helles Blond. Haben wir da noch ein bisschen mehr? Haarfarbe unten bleibt die gleiche. Dazu müssen wir erstmal eine auswählen. Na, weiß ist mir jetzt dann doch zu weiß. Ah, ich würde sagen, das ist schon okay. Ja, das ist okay. Ich denke, das können wir so lassen. So, Outfit. Gucken wir mal, was wir da haben. Rüstungsfarbe. Machen wir auch weiß, bitte. Ich meine, Tarnung ist in dem Fall einfach mal weiß. Ne? So, Outfit. Unsere Eiskönigin braucht eigentlich keine große Rüstung. Sie ist eigentlich ja jemand, der eher zaubert. Ja, so die Richtung finde ich schon ganz gut. Einen Helm trägt sie nicht. Einen Umhang weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Umhang, ganz klar. Haben wir vielleicht irgendwas mit einem... Nee, das sieht alles für unsere Eiskönigin zu monumental aus. Wir bleiben mal dabei. Das... Nee, ist auch nicht hübsch. Das ist auch nicht... Das ist zu viel. Wir nehmen den. Der ist okay. So, Rüstungsfarbe. Das haben wir alles. Volk. Tja. Körperbau. Ich denke, wir sind eher so die mittlere Sache, Armlänge. Lange Arme sind gut, lange Beine sind auch gut. Wir sind eher die größeren Menschen, denke ich. Armee-Rüstungsfarbe. Nein, wir haben eine weiße Rüstung. Nee, das machen wir nicht. Die Haarfarbe. Also die können schon ein bisschen heller werden. Und die Reittiere. Ja, weiße Pferde. Sehr gut, so machen wir das. Ja, wunderbar. So werden wir das tun. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist natürlich eine Königin. Und das ist, wie nennen wir sie denn? Eishilde von der Eis. Nein! Ich kann keine Leerzeichen machen. Dann nennen wir sie Eishilde Nerd. Dann nennen wir sie Nerdhilde. Nerdhilde von Nerd. So. Leerzeichen gehen nicht. Volksname edelmütige Nerds natürlich. Das ist doch wohl ganz klar. Edelmütige Eisnerds. So. Die edelmütigen Eisnerds. Und wir sind eine Königin. Und dann würde ich sagen... Geht's los? Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Sehr cool. Auf geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt. Nerdhilde von Nerd. Eine neue Herrscherin tritt hervor, erkunde deine Umgebung und erweitere deine Gebiete. Stelle deine Rivalen und bringe dieses Reich unter deine Kontrolle.
Deine Entscheidungen formen das neue Zeitalter. Der Wunder, das vierte Zeitalter. So, wir sind ein Mensch, wir sind feudal. Bauwerke mit Einnahmen durch Nahrung. Wunderarchitekten, scharfsichtig, arktische Anpassungen. Das ist auch so eine Sache. Die sind irgendwie, warte mal, auch hier ist, glaube ich, die Beschreibung Bauwerke mit Einnahmen durch Nahrung. Ja, klar. Sollen Nahrungsbauwerke sonst machen? Und wir sind direkt am Wasser. Oh nee. Oh ja. So, Startmagie. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir machen. Verbündete Einheiten in einem Umkreis von einem Feld erhalten 5 Moral. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Feindliches Ziel erleidet 10 Frostschaden. Hat eine Basischance von 90% mit gefroren belegt zu werden. Was bringt denn der Perk gefroren? Diese Einheit kann sich nicht... Ei, das ist super. Ach, das ist ärgerlich. Das ist beides gut. Yes. Wir nehmen den Eissack. So, Forschung festlegen. Ach nee, die haben wir beide bekommen. Ach, verdammt. Entschuldigt bitte. Das ist schon mal eine gute Sache. So, Forschung festlegen. Die Forschung seht ihr grundsätzlich, ich kann nochmal rausgehen. Forschung seht ihr grundsätzlich hier oben. Ja. Das ist die Reichsentwicklung. Wir gehen nochmal zurück. Wir haben vorher die Affinitäten da uns drüber unterhalten. Die können wir in 2 Runden uns angucken. Dann haben wir dort eine Übersicht. Je nachdem, wie viele Punkte wir haben, entwickeln wir uns in einem gewissen Bereich weiter. Und die könnten wir dann kaufen mit diesen Punkten hier. Das sind unsere Imperiumspunkte. Also nochmal zurück. Die Ordnungsaffinität oder die Affinitäten, die ihr am Anfang gewählt habt, definieren hinterher die Geschwindigkeit, die sich die Reichsentwicklung weiterentwickelt. Und die Sachen, die ihr freigeschaltet habt, also die erforschbar sind, die könnt ihr dann freischalten über die Imperiumspunkte, nur um mal zu verstehen, wie es dort abläuft. Ja, aber das sieht eigentlich zumindest auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Wo sind wir denn? Oben, unten, Mitte? Wir sind mittig. Das wiederum gefällt mir nicht. Aber gut. So. Wir werden natürlich unsere Stadt einmal in Nerdistan umbenennen. Und da ist unsere wunderschöne Stadt. Ich freue mich. So, also was sehen wir hier? In Nerdistan sehen wir unsere Nahrung, wir sehen unsere Produktion und wir sehen die Einberufungsrate. Im Gegensatz zu Civilization, das ist aber in vielen Spielen so, das ist zum Beispiel in Old World, das ist auch so gewesen, da sind die Sachen getrennt. Also, Gott, ich müsste bei Humankind jetzt echt überlegen. Hier haben wir eine Einberufungsrate, die wir definieren können mit verschiedenen Gebäude und so weiter. Das sehen wir alles im Laufe des Spiels. Und eine Produktionsrate. Ich finde das sehr gut, dass die getrennt sind. Entsprechend gibt es hier auch 2 Sachen, die wir dann gleichzeitig machen können. Einberufen und bauen. Und natürlich auch die Bevölkerung. Die Bevölkerung steigt. Das ist, glaube ich, bekannt für Art dieser Spiele. Auf Basis der Nahrung, die wir haben. Und da gefällt mir schon mal Fisch. Die Provinzen können wir anschließen wiederum über die Anzahl der Bevölkerung. Ja, so kommt man vielleicht auch schon drauf. Ich werde am Anfang, möchte ich gerne in Richtung Forschung bzw. in Richtung Nahrung gehen, dass unsere Stadt einfach schneller wächst. Und dann haben wir hier auf jeden Fall was, wo wir uns mal angucken können. Da sind Wildschweine. Gott, was ist das? Ein Inferno-Welpe. Ja, die habe ich auch zu Hause, ey. Aber sowas von, ne? Sowas ist da. Eine NPC-Armee von der Plünderwache. Also die NPC-Armee hätten sie jetzt auch weglassen können. Naja, okay. Gut, jetzt gucken wir erstmal, was wir bauen wollen. Und das ist jetzt ist schwierig. Was haben wir denn hier in der Umgebung? So, was haben wir hier? Gibt es ein Eisenlager? Das wäre natürlich gut mit einer Mine, ne? Was gibt es da? Da gibt es quasi nichts. Und da ist ein Goldlager. Oh, mega. Ich meine, das ist natürlich nicht schlecht, ne?
Was haben wir hier? Gar nichts. Ja, schade, schade, schade. Da haben wir jetzt eigentlich nicht allzu viele Sachen. Jetzt ist die Frage, was wir als erstes machen. Ein Lagerhaus bringt 10 Einnahmen durch Nahrung. Das sieht aber erstmal gut aus. Die Bibliothek. Ich denke, wir gehen in Richtung der Werkstatt. Das gibt 10 Einnahmen durch Einberufung und Produktion. Schaltet Steinmetz und Grobschmied frei. Und diese Gebäude haben übrigens dann auch noch eine Verstärkung. Die können wir auch bauen. Und das wäre dann die Farm. Ja, also eine Farm errichten. Ein Thema Verstärkung. Und müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Könnten wir eventuell hier hinten machen. Gucken wir mal. Gut, also, da gehen wir wieder raus. Dann gehen wir in die Einheitenrekrutierung. Und jetzt ist schon die Frage, wo wir hingehen. Denn wir haben eine Speerin hier. Und eine Armee von Nerd Hilde. Und wir haben unsere Armee. Ich würde am Anfang gerne unsere Armee ein bisschen boosten. Wir haben hier einen Pikinierbauern. Wir haben einen Bogenschützen. Und wir haben einen Flutgeist. Und ich würde gerne noch ein Pikinier bauen und einen Bogenschützen errichten. Damit wir für die ersten Angriffe hier durchaus gefeilt sind. Und ich denke, wir gehen erstmal in den Bauern, dass wir dort auf jeden Fall die Armee stärker machen. So, dieser Bauer, kann es euch auch nochmal zeigen. Der hat einmal hier 50 Gold, ne, 60 Einberufung kostet der. Das sehen wir, wir haben 21, deswegen dauert das 3 Runden. Kostet 50 Gold, also beides, das ist ganz wichtig. Hat Nahkampfangriff von 11, das ist jetzt okay, nicht berauschend, aber es ist okay. Gut, also das hätten wir. Dann gehen wir einmal die Sachen hier oben ganz kurz durch. Hier oben sehen wir übrigens auch unsere Affinitäten. Und hier sehen wir die Diplomatie. Es gibt, also wir haben die anderen noch nicht entdeckt, wir haben auch keine freien Städte entdeckt, wir haben keine Völker entdeckt. Die edelmütigen Eisen-Nerds sind uns bekannt, ansonsten jetzt nicht allzu viel mehr. Und das werden wir aber bei Zeiten alles noch entdecken. Dann gibt es aktive Aufträge, das sind im Prinzip die Siege, die wir erringen können. Expansionssiege, Magiersiege, Punktesieg, das ist quasi am Ende des Ganzen, wenn die 150 Runden um sind, dann gibt es die Punktzahl und da gucken wir mal, wer aktuell gewonnen hat. Dann Expansionssieg, da müssen wir 118 Provinzen haben. Beim Magiersieg müssen wir im Prinzip ein Buch der Stufe, erforsche ein Buch der Stufe 5. Wir müssen auch eine gewisse Anzahl von Büchern haben. Also am Ende des Tages ist der Magiersieg im Prinzip der Forschungssieg. Magie wurde hier im Prinzip ja so ein bisschen mit Forschung gleichgesetzt in dem Fall. Und das hängt mit diesen Büchern zusammen, die wir hier, das gucken wir uns gleich nochmal an, die wir hier haben. So, dann die Heldenübersicht, das ist Nerd Hilde von Nerd. Wir können sie mal inspizieren, Regierungsstadt, sie ist natürlich in Nerdistan und sie hat ein Schwert dabei, Nahkampfangriff 10, aber sie ist ja weniger die Nahkämpferin. Das Ansehen wollen wir nicht anpassen. 100 Trefferpunkte. 3 Verteidigung, ja. 3 Widerstand. Widerstand verringert jeglichen nicht physischen Schaden. Okay. 48 Bewegungspunkte. Ja, also besonders stark ist sie nicht, ne? Aber ist auch nicht schlimm. Dafür hat sie zumindest ein Schild dabei und kann sich ein ganz bisschen verteidigen. Wie stark ist unsere Armee überhaupt im Schnitt? 270. Oh, 270 ist aber okay. Also da kann man nicht meckern. Okay, magische Materialien. Ja, magische Materialien kommen im Laufe des Spiels. Es gibt verschiedene Erze, Flüssigkeiten und so weiter, die wir benutzen können. Da gibt es dann Effekte, aber das werden wir im Laufe sehen. Unsere Stadtübersicht und unsere Armee. Da werden wir mit Sicherheit ab und an mal reingucken. So, jetzt gehen wir mal in die Forschung. Und hier seht ihr dann die Bücher, die es alle gibt. Da müssen wir dann einmal hoch quasi uns arbeiten oder runter in dem Fall, dass wir ein Buch der Stufe 5 besitzen, um somit in Richtung des Magiersiegs zu gehen. Aber ich denke, wir gehen hier in Richtung des Forschung, also nicht der Forschung, sondern, ja, mal gucken, der Ausbreitung oder eventuell des Eroberungssiegs. Das werden wir dann mit der Zeit sehen. Die Forschungen, die hier drin sind,
Davon werden 3 zufällig ausgewählt und die seht ihr hier. Ihr könnt die natürlich nochmal mischen. Das kostet euch allerdings die Mana-Punkte, die ihr hier oben generiert. Ja, durch Stadt und Einheiten, durch die Stadt generieren wir momentan 22. Einheiten kosten natürlich auch ein bisschen was. Da müsst ihr drauf achten. Das kostet euch was. Und ich denke, wir gehen mal, wir gucken uns die jetzt mal an. Hier oben sehen wir übrigens Weltkarten, Zauberpunkte. Das wird zum Wirken auf der Karte benutzt. Zeige ich euch. Können wir mal ganz kurz zeigen. Wo war es? Dort, das sind Zauber, wenn wir die erforscht haben, können wir die wirken. Aktive Zauber, taktische Zauber, aber ich denke, das kennt man. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken mal. Die Frostklingen. -2 physischer Schaden, Frostschaden. +20 Schaden gegen gefrorene und verlangsamte Einheiten. Finde ich nicht schlecht. Stangenwaffeneinheit, Schockeinheit, Schildeinheit, Kämpfereinheit, Frostpfeile. Ich bin ja ein großer Freund von Bogenschützen. Verursacht Frostschaden, physischer Schaden. Tja, Plänkler-Einheit oder Fernkampfeinheit, das wäre eigentlich schon ideal, ne? Ich denke, das würde unsere Leute gut unterstützen, aber wir haben, jetzt muss ich gerade einmal reingucken, wir haben Pikinier, okay, mein Fehler, ich hatte im Kopf Plänkler, so, was haben wir da, Buch der Kryomagie, Fertigkeit Stufe 2, Einheit gewährt Zugriff auf weiße Hexe, Kampfmagier Einheit, sie kann Frostblitze machen. Ich würde die Frostpfeile nehmen wollen. So dass wir über die Frostpfeile dann hoffentlich dort weiterkommen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen. Ich würde mit dieser Armee gerne hier lang gehen und erkunden. Ah, wir können natürlich auch hier oben. Oh Gott, da oben ist ja auch schon wieder so ein Ding, ey. Irgendwelche Monster. Meine Güte. Was haben wir da? Schlachtüberreste. Nee, dann nehmen wir die Richtung. Gehen einmal da oben lang. Ja. So, was ist das da? Ach, du grüne Neune. Ja, schade, da stehen unerwarteterweise natürlich 200. Okay, das wird ein bisschen schwieriger zu plündern. Da sind, oh, Weideflächen. Das ist natürlich auch nice. Ah, dann gehen wir einmal hier. Dann gehen wir mal hier lang und gucken mal, was es hier gibt. Da ist unser Wunder. Das ist super. Mächtige Astralströme laufen an diesem Ort zusammen. Anstatt einen gewöhnlichen Mana-Knoten zu bilden, haben sich diese Energien zu einem Wald voller schimmernder Bäume kristallisiert. Ein verschlungenes Astwerk und tiefe verschlungene Wurzelsysteme lassen eine vielseitige Vernetzung mit dem Universum vermuten. Sehr cool. Die sich auf Seelenwelten und ja sogar Zeitalter erstreckt. Zeit und Raum haben hier keine Bedeutung mehr. Zählt als Nexus. +5 Imperiumspunkte, Mana -5 Stadtzufriedenheit, beziehungsweise, das heißt, glaube ich, nicht Zufriedenheit, sondern Stadtstabilität, genau. +2 Mana beim Nexus fügte er Einheit Astralhüter zur Vasallenmobilisierung hinzu. Ja, nicht schlecht. Und gehört uns. Stufe 1, altes Wunder, aber okay, gut. Ja, dann gucken wir mal, wo wir mit ihr hingehen. Das ist ein kleiner Goldvorrat. Muss ich da jetzt echt drauf gehen? Ach Gott. Ja, dann aber zumindest ein bisschen Gold. Ja, das sieht ganz gut aus. So, jetzt haben wir natürlich keine Möglichkeit mehr, in die Richtung zu gehen und zu kämpfen. Aber dann gehen wir jetzt dahin. So. Die Armee hat 110. Das gönnen wir uns. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir alles gemacht haben. Forschung haben wir. Die Stadt kann sich noch nicht erweitern. Wir brauchen dazu noch eine Bevölkerung mehr. Ja, dann würde ich sagen, können wir in die nächste Runde.
So, Tag 2 bricht an. Das sieht sehr gut aus. Und wie es hier weitergeht, ihr Lieben, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Macht's gut, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.